Ja, moin! Wir sind wieder zurück bei Cities Skylines 2, dem Spiel, wo ich es schaffe, eine kleine Siedlung zu bauen und trotzdem schon den fettesten Stau zu erzeugen. Und das, obwohl ich hier wirklich versuche, mal eine vernünftige Stadt zu bauen. Klappt bis jetzt ausbaufähig. Wir haben letztes Mal schon diesen Apparat hier gebaut und ich weiß halt wirklich nicht, was er darstellen soll. Ich dachte, diese Form ergibt hier irgendwie Sinn. Und heute müssen wir das Gebiet erweitern. Auf der einen Seite reicht einfach diese Autobahnauffahrt nicht mehr für unsere Stadt aus. Auf der anderen Seite habe ich unsere Mülldeponie so dämlich an den Stadtrand gesetzt, dass wir die nicht ausweiten können. Und die läuft langsam über. Dementsprechend erweitern wir jetzt zum ersten Mal die Grenzen unserer Stadt. Heißt auf der einen Seite definitiv hinter der Mülldeponie und auf der anderen Seite kaufen wir uns ein bisschen Richtung bessere Autobahnauffahrten. Weil sonst wird das hier gar nichts. Wir ziehen jetzt einfach mal die Mülldeponie so groß wie nur irgendwie möglich. So schön in die Autobahn rein. Ne, dass die auch wissen, zu welcher Stadt die hier fahren. Ich kann hier sogar den Lagerplatz noch so ein Stückchen vor die eigentliche Mülldeponie setzen. Hier wird jetzt einmal wirklich jeder Quadratzentimeter ausgenutzt. Vielleicht motiviert das auch die Leute mal etwas schneller hier aus der Einfahrt rauszufahren. So, passt doch so, oder? Die Frage ist, wie verbessern wir jetzt die Autobahnauffahrt? Wir nutzen da mal unser, naja, akzeptables finanzielles Polster, um auch mal dickere Straßen zu verwenden. Heißt, ich ziehe jetzt einfach mal eine Einbahnstraße hier in der Nähe der Autobahn entlang. Und die schließen wir dann bloß nicht hier an diesen Mini-Kreisverkehr an, weil der ist halt so maximal überlastet. Wir haben halt auch noch keine wirklichen Autobahnauffahrten freigeschalten. Heißt, wir nehmen jetzt einfach die Zweispur Einbahnstraße ist doch irgendwie auch genau das gleiche, oder? Wir achten darauf, dass die Fahrtrichtung beibehalten wird, heißt, sie müssen nicht zu hardcore abbremsen. Dabei entstehen immer noch Ampeln, das wird aber auch nicht wirklich besser, wenn ich hier jetzt wieder diesen Mini-Kreisverkehr reinsetze, weil das führt dann wieder nur dazu, dass die hier von zwei Spuren auf eine Spur müssen, um in den Kreisverkehr zu fahren und dann da wieder zwei, dreispurig raus. Da klappt gar nichts. Heißt, wir lassen das kurz provisorisch mit den Ampeln und sobald wir größere Kreisverkehre haben, nutzen wir diese dann. Dann versuchen wir natürlich auch noch die andere Seite der Autobahn zu verbinden. Ich mache das eigentlich immer ganz gerne so, dass die linke und rechte Seite der Autobahn nicht an der gleichen Stelle in die Stadt einfließen. Das ist doch eigentlich nur eine unnötige Belastung für die Stadt, wenn alles an der gleichen Stelle reinmündet. Ne, im echten Leben macht das trotzdem Sinn, weil ist halt übersichtlicher. Aber hier in Videospielen, wo irgendeine KI die Autos fährt, sollten die doch damit klarkommen. Das sieht jetzt maximal goofy aus, dass wir die Auffahrten so gestalten, aber das sollte eigentlich funktionieren. Zumindest hoffe ich das, weil die aktuelle Verkehrslage ist halt wirklich ein kompletter Griff ins Klo. Kann das eigentlich sein, dass so ein Kreisverkehr mit der Größe einfach nur alles schlimmer macht? Ich reiß den jetzt einfach ab. Die sollen mit Ampeln arbeiten. Ist doch viel besser. Und was ist hier schon wieder passiert? Und ja, guck mal, ein paar nehmen schon die neuen Auffahrten. Das wird jetzt noch ein wenig dauern, sollte sich aber mit der Zeit hier alles verbessern. Danke übrigens auch an der Stelle an das Game, dass im Moment nur Nachfrage besteht nach Wohnungen mit hoher Dichte. Ich die aber noch nicht freigeschalten habe und um die freizuschalten, müssen mehr Leute einziehen. Ja, es ziehen aber nicht mehr Leute ein, weil die alle nur in hoher Dichte wohnen wollen. Ihr Pappenheimer. Ich baue jetzt einfach mal diesen komischen Baldar Pines, der erhöht die Zufriedenheit im Umkreis und dadurch sollten vielleicht auch mehr Leute einziehen. Ey, wir müssen uns auch einfach mal eingestehen, dass es den Menschen in unserer Stadt aktuell einfach auch noch nicht so besonders gut geht. Was übrigens auch in Cities Skylines 2 neu ist, sind diese Technologiebäume, wodurch man aktiv auch weitere Upgrades freischalten kann. Und eventuell bekommen wir hier die Kreisverkehre, auf die ich schon die ganze Zeit warte. Ah! Kann dieser unsere Verkehrsprobleme lösen? Nein, weil er nicht hinpasst. Dann müssen wir jetzt den ein oder anderen Straßenabschnitt mal ganz kurz wegreißen und dann sollten wir hier mal für einen Verkehr sorgen können, der nicht komplett scheiße ist. Oh, jetzt habe ich nur so ein Stück Autobahn abgerissen und habe ja die Autobahn noch gar nicht freigeschalten. Die können wir doch bestimmt auch einfach freischalten, oder? Bitte? Ja, okay. Puh, Glück gehabt. Wir ziehen dann einfach vom Kreisverkehr direkt mal eine vierspurige Straße weg. Dann können sich doch eigentlich alle auch direkt richtig einordnen. Und wir machen den ganzen Bums hier zur Einbahnstraße. Heißt, über diesen Knoten kommt man nur noch in die Stadt rein. Die Ausfahrten verteilen wir dann einfach auch an dieser fetten Einbahnstraße, die hier einmal um unsere Stadt herumgeht. Macht das Sinn? Ich hoffe es zumindest. Also wir haben jetzt hier an vier verschiedenen Stellen eine Ausfahrt aus der Stadt raus. Kennt sich keiner mehr aus, ne? Aber die Autos werden hier schon irgendwie klarkommen. Dann geben wir noch ein paar Punkte aus für das Krematorium, was wir uns absolut nicht leisten können. Perfekt. Aber hey, der Plan geht auf, dass mittlerweile wieder mehr Leute einziehen wollen. Heißt, wir verteilen hier ein wenig Häuser mit mittlerer Dichte und dann haben wir auch bald den nächsten Meilenstein. Die großen Parks können wir auch mal ranholen. Die lohnen sich dann auch mal, dass die hier ein bisschen mehr von unserer Stadt auch abdecken können. Wir dürfen auch nochmal ein paar Leute herausgeschmissen werden, einfach um unsere Stadt an mehr Stellen zu verbinden, damit die Parks auch alles erreichen können. Ja, die opfern sich hier quasi freiwillig für das Allgemeinwohl. Also freiwillig, weil ich denen gesagt habe, die müssen das tun. Machen wir einen normalen Park und einen großen Stadtpark und dann sind die Leute hier, naja, zumindest zum größten Teil, happy. Heißt für mich, wir nutzen diese Glücklichkeit aus und zwiebeln die Steuern hoch. Na, für was machen wir das Ganze denn sonst? So, wie findet ihr das? Okay, die sind neutral drauf. Ist für mich
Okay. Jetzt heißt es sowieso erstmal abwarten und gucken, ob unsere Straße funktioniert und ein bisschen Geld sammeln. Die Staus haben sich wirklich halbwegs aufgelöst, einfach weil wir auch eine Seite der Autobahn jetzt gar nicht mehr nutzen können. Na, hier kann ja keiner drauf fahren. Wilder Move auch von unseren Autos, dass die hier ewig warten, um sich dann extra links einzufädeln und die fahren dann einmal im Kreis, bevor sie die Ausfahrt nutzen. Sag mal, wie soll ich denn hier ein vernünftiges Verkehrssystem bauen, wenn die sowas machen? Da schmeißt es einem komplett den Vogeln aus. Wir holen uns auch mal die Postsortierstation ran. Ich kann mich nämlich erinnern, damals, als ich City Skylines 2 noch gespielt habe, da gab es diese Briefkasten und diese Briefkasten waren der komplette Scam für unsere Bewohner. Man kann sich ja hier die Zufriedenheit der einzelnen Personen anschauen und zumindest beim Release von diesem Game war das so. Ich setze einfach 3 Briefkästen über die Stadt verteilt hin und alle sind so turbo happy, dass sie ihre Post abgeben können. Ich will wissen, ob das immer noch geht. Vor allem kosten Briefkästen auch einmalig nur etwas, um sie zu setzen, aber danach keinen Unterhalt mehr, was halt die absolute Gönnung ist. Ach, hier, guck mal, wir können uns sogar das Postamt leisten, dann kommt das hier auch noch hin. Und was sagt ihr dazu? Es interessiert euch einen absoluten Scheißdreck. Oh Mann, als ob die das gefixt haben. Mann, ich dachte, ich baue jetzt hier ein Postsystem und alle sind so happy, dass sie 10% mehr Steuern zahlen. Junge, das war das Coolste an diesem Game. Ich heul gleich. Naja, immerhin wollen jetzt mal mehr Menschen einziehen. Heißt, wir sorgen jetzt hier erstmal für geräumigeren Wohnraum. Mit Auffahrten durch Einbahnstraßen, die dann eigentlich keine Ampeln bräuchten. Warum auch immer trotzdem Ampeln haben. So, Junge, das ist einfach nur eine Abbiegespur. Was bringt das, wenn hier rot ist? Also dann fährt ja einfach keiner mehr. Deswegen schaltet die auch nie rot. Also danke dafür, Game. Kann ich die hier einfach wegmachen? Ah ja, perfekt. So, jetzt fahrt mal bitte durch. Und wenn wir schon dabei sind, löschen wir einfach alle Ampeln. Ja, das verstehen die Leute im Verkehrswesen nicht, ne? Ampeln stehen einfach nur im Weg. Wenn alle immer grün haben, geht's doch viel schneller. Dann machen wir jetzt einfach das ganze Wohngebiet entlang, dass hier auch immer wieder Einbahnstraßen auf diese Schnellstraße draufführen oder eben weg. Ja, dass sich einfach in der ganzen Stadt überall perfekt der Verkehr verteilt. In meinen Augen wirklich sinnvoll und ich bete, dass es auch tatsächlich so ist. Ja, weil das, was ich denke und was die Realität ist, sind immer 2 komplett verschiedene Schuhe. Wir müssen nur hier einzeln durchgehen und wirklich alle Ampeln löschen, ne? Weil sonst funktioniert hier gar nichts mehr. Also ich weiß nicht, was ihr denkt, ne? Aber ich finde, das sieht eigentlich alles ganz brauchbar aus. So, jetzt kommt mal hier ran, Kollegen. Feuerwehr und Polizei wird sogar noch alles erreicht. Warum auch immer, seit wann haben die Dinge so viele Reichweite? Grundschule bräuchten wir aber eine neue, einfach weil die alte voll ist. Und nicht mal für so etwas wie Parks haben wir jetzt noch Geld übrig nach der Aktion. Heißt, es wäre wirklich angenehm, wenn jetzt hier mal schnell begeisterte Steuerzahler einziehen. Aber ich würde sagen, die Einbahnstraße, die komplett außen rum führt, wie so eine zweite Autobahn, die lassen wir mal frei von Häusern. Dann bleibt auch alles etwas übersichtlicher. Die ersten billigen Mietwohnungen dürfen hier auch hin, ne, dass wir von jeder Art von Häusern mal ein bisschen was haben. Dann kann man sich ein bisschen aussuchen, wo man einziehen möchte, außer die Leute, die immer noch das dicht besiedelte Wohngebiet möchten, ne, die haben Pech gehabt. Und dann hier, man gucke sich das an, die Einnahmen steigen zumindest ein bisschen. Aber immerhin sind die Leute happy, trotz der hohen Steuern, die wir jetzt doch weiter erhöhen. Komm, Papa braucht ein bisschen Geld. Ich sehe auch gerade, ich habe Wohngebiet direkt an der Windturbine festgelegt. Ich meine, in der Realität bekommen die Leute schon einen Heulkrampf, wenn sie die nur sehen müssen, ne? Bei mir müssen die da daneben wohnen. Vielleicht sollten wir das ein bisschen anders gestalten. Ich würde ja gerne andere Kraftwerke bauen, aber die Finanzen sagen nein. Weil die sind am Sinken, was soll die Scheiße? Alter, diese Gesundheitsfürsorge, die kostet aber auch, ne? Ich habe die ja auch noch mit nichts abgegradet. Hier, man kann noch Krankenwagen, Erweiterungsflügel, das ist einfach nur eine stinknormale Klinik. Ich habe noch nicht mal Totenentsorgung, das müssen meine Bewohner noch selbst im Garten machen. Also kommt da mal runter mit euren Kosten hier. Ich glaube, wir haben halt das Straßensystem für den Anfang etwas zu groß gebaut. Ah, das Geld sinkt immer weiter und die Leute müssen ins Krankenhaus. Wieso steigen denn die Ausgaben immer weiter, wenn ich hier die Finanzen kürze? Es tut keinen Sinn machen. Wir müssen jetzt schon den ersten Kredit aufnehmen. Was soll das denn? Nein, also jetzt wirklich mal kurz Pause. Was mache ich da dagegen? Ich kann ja nicht mal Straßen einreißen oder ich sage, ich lasse die Parks weg. Das kostet halt alles gar nicht so viel. Ich glaube, wir müssen einfach die Steuern noch ein bisschen hochziehen, ne? Gerade so, dass noch Leute einziehen und dann einfach weiter Schulden aufnehmen und hoffen, dass hier mehr Leute kommen. Ne, also wir haben ja ein Wachstum an Bewohnern. So ist es ja nicht. Die rennen ja jetzt noch nicht weg. Sie sind ja auch noch okay drauf, trotz den Steuern. Was sehe ich da? Die Leute haben ihren Briefkasten gefunden. Zufälliges Postwesen. +7. Das ist geiler als alles andere schon wieder für die. Es wurde nicht gefixt. Meine Poststation carried immer noch die ganze Stadt. Ist das dämlich und geil. Also ihr findet doch die Post so geil. Da kann ich mir nur nochmal 2% gönnen. So, nur noch minus 150. Was immer noch viel zu viel ist. Komm, es ziehen doch immer weiter Leute ein. Warum stagniert das so? Das muss doch wachsen hier. Minus 205. Wo kommt das denn jetzt schon wieder her? Wer hat sein Göppbeidel in Fluss geschmissen?
Hier, zack, das Ding da macht Leute noch zufriedener. Keine Ahnung. Wo kommen denn die Ausgaben her? Wir sind halt fett viel Kohle am Einkaufen. Aber wir haben halt auch kein Kohlevorkommen in unserem aktuellen Gebiet. Und wenn ich unser Gebiet vergrößere, werden noch mehr Feldunterhaltskosten anfallen. Und langsam sind die Steuern so hoch, dass die Leute abhauen. Ihr habt doch Briefkasten. Ihr habt doch alles, was ihr wollt. Wie weit darf ich ins Minus gehen, bevor ich das Spiel einfach verloren habe? Bisschen Strom können wir uns einsparen. Wasser nicht wirklich. Wobei, nee, das fucking Kohlekraftwerk ist halt auch wirklich viel zu teuer. Der Scheiß muss jetzt mal weg. So, dann nehmen wir ein Darlehen auf, sonst kann ich nämlich nichts bauen. Ja, ich weiß, scheiße, teuer müssen wir jetzt durch. Die Windkraft macht die Leute sowieso auch happier. So, reichen 3 Turbinen, reicht. So, haben wir uns das schon mal eingespart. Dann geben wir den Kollegen noch Internet. Zwar nicht das Beste, aber das muss jetzt ausreichen. Das ist jetzt wieder eine Investition. Dann geht es denen nämlich noch besser. Und es ziehen vielleicht noch schneller noch mehr Menschen ein. Das Umspannwerk können wir uns damit jetzt erstmal auch sparen. Finden die Leute richtig scheiße. Keine Ahnung, warum das jetzt eigentlich schon wieder. Wie findet ihr das Internet? Ja, gar nicht mal so toll. Ja, moin, Alter. Ich gebe euch Internet und das Bevölkerungswachstum sinkt erstmal. Was soll das denn? Ja, es wollen weniger Leute einziehen wegen den Steuern. Ja, ich kann mal nichts leisten. Und nach Arbeitsplätzen fragt ihr nicht mal. Ja, wie, ihr braucht mehr Arbeitsplätze? Ja, dann fragt doch mal an. Ja, dann können wir da auch was machen. Keine Ahnung, wir machen jetzt den risky Move, die Steuern wieder zu senken und in der Hoffnung, dass dann mehr Menschen kommen. Ich weiß sonst nicht mehr weiter. Und die Einwohner sinken weiter. Ihr seid doch glücklich. Ihr könntet nicht glücklicher sein. Ja, der Kreisverkehr ist rot. Im Kreisverkehr ist keiner glücklich. Aber damit müsst ihr bitte klarkommen. Ja, langsam kommen wieder Leute ran. Ich muss es jetzt einfach mal so weit wie nur möglich ins Minus gehen lassen. Und hoffen, dass kein Game-Over-Screen kommt. Ne, weil es müssen jetzt einfach mehr Leute ran. Wir schaffen es nicht anders. Komm, bitte schmeiß uns nicht raus. Ja, die Stadt ist hässlich, aber das haben wir auch nicht verdient. Es staut sich auch ein bisschen auf dem Weg zu unserer Umgehungsstraße. Einfach weil wir auch nur einen einzigen Weg haben, um dahin zu kommen, ne? Ich würde hier gerne noch mehr verbinden, aber geht ja nicht, weil wir haben 100.000 minus. Alles wird gut. Die Anzahl der Einwohner ist immer noch gut am Steigen. Noch habe ich Hoffnung. Aber ich baue nie wieder so ein großes System hier im Voraus, wenn noch gar keine Leute drin wohnen wollen. Nein, so spielen muss man ja auch aus seinen Fehlern lernen. Das Spiel hat uns bei minus 100.000 nicht rausgeschmissen. Das wird doch bestimmt eine gerade Zahl als Dead End haben, oder? Also wahrscheinlich minus 1 Million. Macht das jetzt Sinn, die Steuern noch weiter zu senken, damit noch schneller mehr Leute rankommen? Einfach so einmal das absolute Minimum an Geld besitzen, was man in dem Spiel haben darf, aber langfristig ist das ein besserer Aufschwung. Macht das Sinn, was ich gerade gesagt habe? Komm, wir gehen auf Vollrisiko. Oh scheiße, uns geht der Strom aus. Das ist jetzt ein Problem, weil ich kann nichts bauen, um den Strom zu verbessern, weil ich habe ja kein Geld. Heißt, ich müsste jetzt ein richtig fettes Darlehen aufnehmen und da müssen wir so viele Zinsen zahlen. Das können wir uns nicht leisten, aber das müssen wir uns leisten. Ob wir gerade wollen oder nicht. Alles, was an Überschuss ist, zahlen wir auch instant zurück, was ehrlich gesagt nicht viel ist. Und dann können wir wieder weiter wachsen. Junge, minus 400.000. Jo. Wahrscheinlich, ne? Wir haben die 13.000 Bewohner. Nudelbert, du machst mich fertig. Warte mal, was? Wir sind im Plus? Was ist denn jetzt passiert? Wir sind im Plus? Und die Stadt wächst auch 5-mal so schnell als vorher. Hä? Ich habe mich kurz zurückgelehnt. Was ist passiert? Also was auf jeden Fall passiert ist, ist, dass wir endlich mal die Arbeitsplätze ausgefüllt haben. Es ist zum ersten Mal wieder Nachfrage nach Industrie. Und wir sind aufgestiegen und bekommen dadurch auch noch einmalig richtig fett viel Geld. Wir sind wieder flüssig. Wir sind wieder im Plus. Hier, zahl dein scheiß Darlehen zurück. Oh, das Projekt ist noch nicht beendet. Halleluja. Hier, ihr bekommt auch mehr Arbeitsplätze. Ihr bekommt alles, was ihr wollt. Aber bitte macht mir keine solche Angst mehr. Wir warten jetzt einfach mal, bis das hier wirklich alle eingezogen sind und bauen nicht weiter aus und zahlen Schritt für Schritt unser Darlehen zurück. Verstauten sich jetzt hier eigentlich schon wieder alles? Ah ja, moin, die hatten einen Autounfall. Anyway, ich glaube, an dem Standpunkt können wir die Stadt mit gutem Gewissen in die nächste Folge weitergeben. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao!